Einen wunderschönen guten Tag hier aus Nürnberg. Und ich saß hier, habe einen Kaffee getrunken und schon saß mein Gast da. Einige von euch kennen ihn. Ja. Oh mein Gott, ich grüße dich. Hallo, hallo, liebe Fernsehgeräte daheim. Ich bin Roma Gott und heute geht es ja um das Kommkino. Eines der wenigen Off-Kinos, die es noch in Deutschland noch gibt. Ich kenne dich ja schon lange von YouTube. Du hast da einen recht eigenartigen Kanal. Kann man das so sagen? Ja, etwas Provokatives, angefangen mit irgendwelchen Filmen, die ich mal als Underground-Filme bezeichne. Also ich wurde quasi... Richtig laut, das weißt du. Pegel ist zu laut? Nein. Achso, ja klar. Ja. Wo war ich denn geblieben? Ja, genau. Damals angefangen als Filmemacher und halt inspiriert von Filmen, die Jörg Buttgereit gemacht hat. Dementsprechend habe ich auch irgendwie zerstörende Filme gemacht und auf YouTube hochgeladen. Das ging mehr und mehr Richtung Community-Arbeit, aber trotzdem als Filmemacher. Quasi irgendwelche Kurzfilme hochgeladen, die in Richtung Trash gingen. Ein Grodo auch mal einen Langfilm draus, der dann Attack of the Drummer Gott heißt, der heißt da quasi auch mein Kanal und da auch ist das Ganze entstanden und viele kennen mich bestimmt aufgrund des Filmes Attack of the Drummer Gott oder weil ich auf YouTube diese Vlogs mache, die immer wieder berühmte oder bekannte andere YouTuber als Gast drin haben und die es dann auch irgendwie featuren. Jetzt kommt ein Film rein, Schwul und Behindert. Behindert und Schwul. Ah, Entschuldigung. Behindert und Schwul, genau, den gibt's auf YouTube. Hier unten Link unten ist ein Link bestimmt in der Videobeschreibung. Ja, natürlich. Oder da oben wird was eingeblendet, je nachdem. Behindert und Schwul, genau, das ist ein Film, den habe ich mitgespielt. Da habe ich einen pädophilen Priester gespielt und dieser lief hier auch im Kommkino. Da war das da sogar übervoll. Also wir haben 70 Plätze, offiziell 70 Plätze im Kommkino. Und da waren, glaube ich, 110 Leute bei der Premiere. Das war Trommagott. Ich mache jetzt so eine Reihe. Ich interviewe Menschen, die irgendwie alles ein bisschen besser machen oder dass die Welt ein bisschen zum Besseren wenden. Oh. Und wenn man hier so ein Kommkino hat und sich da engagiert, du machst das ja wie die anderen auch ehrenamtlich hier, ne? Genau, Kommkino ist ein allgemeinnütziger Verein, deren Mitglieder alle ehrenamtlich tätig sind. Also das bedeutet, man macht das, was ein Kino macht. Man besorgt sich irgendwelche Filme, meistens noch wirklich noch 35mm Filme, die kommen in Päckchen, die in den verschiedenen Akten noch getrennt sind, die müssen quasi zusammengeschnitten werden, im Projektor eingefriemelt werden, Leute werden reingelassen, zahlen ihr Eintritt und dann wird der Film quasi gezeigt. Das Kommkino lebt so gut, macht, also das Kommkino macht an sich so gut wie keine Werbung, es ist ja quasi überhaupt nichts Kommerzielles, es geht schlicht und ergreifend darum, noch etwas Kultur in Nürnberg zu bewahren, da ja Nürnbergs viele Kinos hat, aber die alle einem gehören. Also es gibt noch ein paar Kinos, die nicht nur dem einen gehören, sondern manche sind auch noch frei. Aber nicht irgendwann hat er vielleicht alle. Also es ist auf alle Fälle, Kommkino ist ein wichtiges kultureller Sammelpunkt in Nürnberg. Es ist auch eines der ältesten Kinos. Das ist, glaube ich, zieht sich auf keine Ahnung wie alt. Wenn da jemand, also das Problem ist, das ist hier meine Heimat, ich komme hier aus Erlangen. Wenn ich vor 10 Jahren hier gewesen wäre, ich wohne ja nicht mehr hier, dann wäre das genau der Ort gewesen, wo ich mich hätte engagieren wollen. Jetzt nehmen wir an, es gibt Leute, die hier noch wohnen in der Region und wollen sich engagieren. Im Kommkino, was machen die? Also im Kommkino ist jeden Dienstag auf alle Fälle Sitzung ab 19 Uhr. Wo ist das Kommkino genau? Das Kommkino ist im Kulturzentrum Kuckuck K4. Das ist genau gegenüber vom Bahnhof. Da ist der Bahnhof. Genau, da ist der Bahnhof. Also wir gucken genau auf den Bahnhof rauf. Und dann gibt es dieses Kommen. Das ist auch da, wo es dieses Informationscenter gibt. Dieses Glashaus gegenüber vom Bahnhof. Wenn man am besten in der Hintergasse, also an diesem Glashaus vorbei, gibt es ein Schild, da steht Filmhaus drauf. Und das ist quasi das K4. Im K4 sind sehr viele allgemeinnützige Vereine drin. Hier gibt es Bastelwerkstätten, die selber T-Shirts drucken oder ich glaube, hier gibt es auch eine Toner-Werkstatt, die machen Skulpturen. Es gibt verschiedene Bühnen, wo auch kleine Bands mal spielen. Denn was gibt es? Den Kulturgarten gibt es hier. Es gibt dieses Café. Es gibt noch ein Filmhaus hier drin. Das ist ein spießbürgerliches Kino, sage ich mal. Und dann gibt es noch das Kommkino, was
einfach die Alternative von allem ist. Hier. Ich sehe gerade, da wirkt jemand mit Autorität, jemand mit Autorität ist reingekommen. Ist das so? Genau. Hier. Wer ist das? Die Zuschauer sehen das nicht. Komm ins Bild, hier ist eines unserer ältesten und wichtigsten Mitglieder des Com-Kinos. Jetzt muss ich mal gerade die Kamera fragen, ist er drauf? Weiter zu mir, weiter zu mir. So, jetzt. Wunderbar. Stell uns doch mal vor. Was, ich soll euch? Nee. Ich so. Also, das ist der Gary. Ja. Er ist seit wann im Com-Kino? Mitte 90er? 97. Ist er schon fleißig mit dabei, er schneidet die Filme zurecht, passt die Akte zusammen, legt uns die Filmrollen. Quasi auf dem Serviertablett werden die uns von ihnen zusammengeschnippelt. Was muss passieren, dass jemand sagt, ich mache jetzt das? Also ich will mich da engagieren und ich baue sowas auf. Das hast du ja gemacht. Also ich war lange Stammkunde, selber Stammgast. Also ich bin, glaube ich, zum ersten Mal 1990 ins Com-Kino gegangen. Damals, das war, weiß ich noch, das war ein Film, der hieß Comic Book Confidential. Über so Underground-Comic-Zeichner, so eine Dokumentation. Und seitdem hat mich das Programm immer wieder interessiert, nicht mehr losgelassen. Ich war immer wieder im Com-Kino und habe mir da die verschiedensten Filme angeschaut. Damals gab es ja noch zwei Vorstellungen, Freitag und Samstag. Also, wurden auch noch mehr Filme gezeigt. Und das war damals auch alles noch auf 35 mm. Also wie ich dann angefangen habe, 1997, da gab es noch kein Digitalkino. Sondern man musste sich halt noch mit Filmrollen befassen. Man musste die Filme aufbauen, man musste die Filme Projektor einlegen, zeigen. Und ja, mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Also wir haben jetzt mittlerweile so, kann man sagen, ungefähr die Hälfte, also noch relativ viel Analogfilme auf 35 mm, da ist das Digitalprojektion. Da haben wir auch die verschiedensten Formate drin, ne? Also von DVD über Blu-ray bis Festplatte können wir alles spielen. Wir haben mittlerweile auch einen Digitalserver, also wir können auch DCPs zeigen, also dieses offizielle Digitalkinoformat. Und ja. Drumagott hat gerade erzählt, wo man sich engagieren kann, wo das Kino sich befindet. Mich würde interessieren, in welchen Bereichen kann man sich engagieren? Ich komme dienstags um 19 Uhr rein, bin in dieser Besprechung. Gibt es so Stellen, wo ich aktiv werden kann? Also wo man sagt, ich will Filmvorführer sein oder ich will das sein oder das sein? Also alles, was irgendwie in so einem Kinobetrieb anfällt. Also man kann Texte schreiben, man kann sich an der Programmgestaltung, also an der Programmauswahl, Filmauswahl beteiligen. Man kann Flyer verteilen, weil Werbung ist ja natürlich auch wichtig. Man kann Öffentlichkeitsarbeit machen und zum Beispiel Radiointerviews geben, was ich normalerweise mache. Man kann Pressehinweise verschicken. Man kann das Vorführen lernen, also sowohl digital als auch analog. Man kann das Filme aufbauen lernen, Film schneiden. Also man kann sich in allen möglichen Richtungen engagieren. Alles, was, wie gesagt, in einem Kinobetrieb anfällt. Ich war ja gestern Abend dabei. Es ist ja ein Potpourri an Menschen. Also es sind so unterschiedliche Typen, die da zusammenkommen, um sich zu engagieren. Den Verrücktesten haben wir hier sitzen. Ja, ein herausragendes Beispiel. Ja. kann Spaß machen, aber ist das auch manchmal stressig? Also es ist ja alles Ehrenamt und es wird ja niemand dafür bezahlt für die Arbeit. Deswegen sollte es normalerweise nicht allzu viel Stress machen. Es sollte natürlich Spaß machen, man sollte es aus eigenem Antrieb heraus machen wollen und nicht irgendwie machen müssen. Und also ich meine, es kann manchmal stressig werden, wenn ich zum Beispiel viel Filme aufzubauen habe oder vorzuführen habe oder so. Aber es ist trotzdem eine gewisse Leidenschaft dabei. Also auch wenn es mal stressig ist, mache ich es trotzdem gerne, weil es ist ja, ich glaube ja an die Sache quasi. Ne? Also ich mache es mit Idealismus. Was ist so das Nächste, was passiert? Was ist die nächste Veranstaltung als Beispiel? Also wir haben zwei große Festivals. Wir haben jetzt einmal im Mai zum dritten Mal das B-Film Bastards. Also das ist ein B-Movie-Festival, wo es darum geht, ausgewählt schlechte Filme zu zeigen. Also italienische Softsex-Filme, spanische B-Movies, asiatische Martial-Arts-Filme. Also so das Schlechteste, was der Filmmarkt hergibt. Er denkt sich gerade, warum schlecht? Allerdings alles auch. Die machen Laune, die Filme. Sie sind nicht schlecht im Sinne von langweilig, sondern sie sind halt schlecht, weil sie dreckig sind, aber sie machen einfach Laune. Da ist eine Mordsgaudi immer in Sicht. Also wir spielen ja fast alles auf 35 mm bei dem Festival und das ist heutzutage sehr ungewöhnlich. Es gibt ja ähnliche Festivals wie Weekend of Fear, die ja fast nur noch digitale Vorführungen haben. Und dadurch stechen wir schon ein bisschen heraus.
Dann haben wir ein Festival jetzt im Juni, das machen wir zum ersten Mal. Das ist quasi so ein Ableger von einem niederländischen Festival. Da gibt es nämlich in Breda, also in den Niederlanden, da gibt es ein Festival, das heißt BUT, also B-Movie Underground Trash Festival. Und dieses BUT Festival, das gab es schon mal in München. Da gab es schon mal so ein Best-of vom letzten BUT Festival davor. Und das machen wir jetzt quasi zum zweiten Mal in Deutschland, zum ersten Mal in Nürnberg, dass wir vom Festival 2012 die besten ausgewählten Filme zeigen. Und dazu dann auch ein paar Gäste da haben, also Jörg Butgereit zum Beispiel, ist ein Regisseur aus Berlin, recht bekannter, der kommt vorbei. Und es kommt zum Beispiel auch ein Schauspieler, der mit Jess Franco gearbeitet hat. Jess Franco ist ja unlängst verstorben, das ist ja auch eine Filmlegende, kann man sagen. Also war so ein B-Movie, Exploitation, Trash-Regisseur. Und da haben wir jetzt einen Produzenten, der mit ihm gearbeitet hat, und Darsteller, der kommt auch als Gast vorbei. Und ja, ansonsten, also das größte Event im Jahr ist normalerweise das Sommernachtsfilmfestival, das findet immer im August statt. Da haben wir dann einen Film, den zeigen wir jedes Jahr, der heißt Macho Man. Der ist mit Peter Althof, das ist so ein Bodyguard aus der Region. Der ist deutschlandweit bekannt, weil man den immer bei Boxkämpfen sieht. Also der begleitet immer diese Boxer bei den Weltmeisterschaftskämpfen zum Ring. Und der spielt dann eine Hauptrolle in dem Film. Also ist quasi ein Kampfsportfilm aus Nürnberg. Da ist noch der René Weller dabei, den kennen manche vielleicht noch aus den 80er Jahren. Oder mittlerweile ist er ja wieder populär geworden durch die ganzen Privatsender-Shows da auf der Alm und sowas. Dann ist die Bea Fiedler, die war damals so ein Softsex-Star, also die hat in Eis am Stiel, solchen Sachen hat er die mitgespielt. Die ist da auch dabei, ist ein Film von 85, ist damals in Nürnberg gedreht worden mit lauter so Postkartenkulissen. Also man sieht halt die Burg und diese ganzen schönen Brücken, dieses ganze Altstadtambiente, und hat eine extrem trashige Handlung. Also René Weller kämpft gegen Drogenhändler, die Nürnberg erobern wollen. Die werden dann quasi so aus der Stadt vertrieben, und ist auch ein bisschen so Softsex ist auch mit dabei. Also es ist wie so eine Mischung aus einem schlechten Martial-Arts-Film, Eis am Stiel, und so einem Nürnberger Touristenwerbefilm, so ungefähr. Ne? Und da kommen mittlerweile jedes Jahr ungefähr 500 Leute. Also wir zeigen ihn einmal im Jahr, und da haben wir immer eine ausverkaufte Vorstellung. Irre, also was ich auf jeden Fall spüre, ist, dass ihr Filme liebt. Also ja, also wie gesagt, wir machen es ehrenamtlich, und ich denke, es muss ein gewisser Idealismus dabei sein, weil es kann, wie gesagt, stressig werden, aber man muss trotzdem aus eigenem Antrieb und gerne machen. Ne? Gerade beim Kumpel ist es ja auch wirklich so, man ist ja noch zusammen mit dem Vorführer auch im Saal. Derjenige, der den Film vorführt, guckt den meisten den ja auch an. Das hast du ja jetzt bei den Cineplexen oder Multiplexen, gibt es das ja überhaupt nicht. Da ist ja wirklich zentral, wird da irgendwo Knöpfchen gedrückt, wo jetzt welcher Film loslegt, und man ist da irgendwie elektronisch drin, und das ist ja kein nichts Warmes, nichts Familiäres, nichts Soziales. Also wir zeigen teilweise Filme auch nur, weil wir sie auf 35mm verfügbar haben. Wir hatten zum Beispiel unlängst einen Bud Spencer-Film, Die rechte und die linke Hand des Teufels, und ist ein Film, der läuft regelmäßig im Fernsehen. Und es gäbe es gerade bei unserem Profil jetzt nicht so viel Grund, den zu zeigen, aber da haben wir gedacht, okay, den haben wir auf 35mm. Und da gibt es eben auch ein Publikum, die wollen einfach noch analoge Filme sehen, weil es ist einfach ein anderes Bild, es ist einfach eine andere Farbgebung, das Bild wirkt einfach anders, wie man, über digital. Man sitzt im Kino und ist in einer anderen Zeit auch, oder in einem anderen Universum. Also bei unserem Kino bestimmt, weil das Kino ist ja von 73, also es wirkt nicht wie ein modernes, zeitgenössisches Multiplex-Kino. Und sicher ist es ein anderer Flair einfach da. Wenn ich euch jeweils fragen würde, was ist so in den nächsten Jahren die Vision, wo wollt ihr hin mit der Arbeit? Fangen wir bei dir an. Also ich wäre damit zufrieden, wenn das so mit dem bisherigen Konzept erstmal so weiterläuft, vorausgesetzt wir haben regelmäßig gute Zuschauerzahlen. Weil natürlich muss man bei so einem Kino damit leben, dass immer wieder mal nur zwei oder drei Leute im Saal sitzen. Das gehört einfach dazu. Die Vorstellung läuft aber trotzdem. Ne? Die läuft trotzdem. Bei uns ist es so, sobald einer kommt, zeigen wir auch den Film. Weil ansonsten hätten wir irgendwann ziemlich viel verärgerte Leute, die dann immer gar nicht mehr kommen und so, wenn sie immer umsonst herkommen. Deswegen, wenn einer kommt und zahlt natürlich. Ne? Wenn ein zahlender Zuschauer kommt, dann zeigen wir den Film. Ja. Vision? Also ich hoffe mir, dass auf alle Fälle trotz des aufsteigenden großen Kinos, die ja immer besser werden mit ihren bequemen Sitzen und klimatisierten Räumen, dass trotzdem die Zuschauerzahl wieder steigt. Ja, und dass die Leute, die auch lokal hierher kommen, einfach mal das Kommkino besser kennen. Also
diese wenig Werbung, die wir machen, die ist nach wie vor auch ein Dorn im Auge, weil es gibt von außen nichts, was auf das Kino hinweist. Wirklich nichts. Man muss es kennen. Das ist wirklich dieses Kino, was man, wo man gesagt bekommen haben muss, wo es ist. Sonst wirst du es nicht finden. Auch wenn du es nur gehört hast, findest du es nicht. Also du guckst natürlich im Internet, wo die Adresse ist und forscht im Umkreis ein bisschen näher und irgendwann kommst du vielleicht auf die Idee, mal ins Café zu gehen. Und wenn du hier im Café fragst, dann ist die Chance auch höher, dass du was findest. Aber sonst, man muss wissen, wo es ist. Sonst findest du es nicht. Okay, dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt noch die Zuschauer da, die sagen, ich bin in der Region, ich will mitmachen. Auf welche Internetseite gehen die? www.comkino.com, also einfach, oder comkino.de, funktioniert beides. Da ist dann alles dabei, also Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles Mögliche. Und die Sitzung ist jeden Dienstag 19 Uhr, steht auch auf der Homepage drauf. Super. Jeden Dienstag 19 Uhr im dritten Stock, kann jeder vorbeikommen. Dann danke ich euch für das Gespräch. Wir haben zu danken. Für die tolle Arbeit hier und für deine abgedrehten Videos. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist Sternchefredakteur Hans-Ulrich Jörges. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.